Na, wer von euch erkennt all diese Produkte wieder? Okay, ich muss hinzufügen, wir als junge Generation können dies zeitmäßig nicht so recht einsortieren, aber wer am Wochenende vom 7. bis zum 8. April im E-Center Jager Rammstein vorbeischaute, erlebte eine spannende Zeitreise in das Einkaufserlebnis, welches bis in die 80er Jahre Standard war. Ja, wir sind ja immer bemüht, für neue Events für unsere Kunden hier in unserem E-Center zu gestalten. Und was passt besser zu einem Lebensmittelmarkt wie einem Tante-Emma-Laden, der früher auch die Einkaufsstätte von fast jedem war. Jeder, der schon weit über 50 ist oder 60, der kennt diese alten Tante-Emma-Laden. Früher gab es sie selbst in jedem Ort. Meine Eltern hatten auch keinen Tante-Emma-Laden. Die hatten mit 250 Quadratmetern damals begonnen. Das war schon eine Großfläche für die damalige Zeit. Und deswegen liegt mir das auch immer noch ein bisschen so am Herzen, für immer wieder diesen alten Brauch aufleben zu lassen. Ja, also meine Frau und ich machen das als Hobby. Wir sind im Living History, wie das so schön sagt, unterwegs. Also wir stellen normalerweise als Hobby die Zeit um 1900, 1910 dar und haben auch im Museum da schon teilweise einen Kolonialwarenladen belebt. Und so sind wir zu dem Hobby gekommen, das, was auch hier machen, und den Leuten einfach zeigen, wie die Zeit damals war, wie man sich um die Leute gekümmert hat, um die Kunden persönlich. Jeder Kunden im Prinzip persönlich per Namen gekannt hat im Dorf oder in der kleinen Stadt. Also diese gute alte Zeit, wie man so schön sagt. Doch nicht nur ein kleiner, aber feiner Tante-Emma-Laden wurde den Besuchern präsentiert. Auch gab es zwei weitere Höhepunkte, die einen in die Vergangenheit zurückversetzen ließ. Ja, wir hatten ja sonst unseren alten Edeka-LKW aus den 60er Jahren, wo auch immer von unseren Kunden bestaunt wurde, auch bewundert wurde. Wir wollten auch mal was machen für unsere kleinen Kunden. Und deswegen war es meine Idee, einfach mal ein altes Nostalgie-Karussell, was auch sehr toll und sehr schön. Ich hatte es nur über Bilder gesehen, es ist sehr toll geworden. Es passt ganz super zu unserem Tante-Emma-Laden. Und wir haben uns wirklich gefreut, dass die Kinder so viel Gebrauch gemacht haben und die Eltern auch gesagt haben, komm, wir gehen zum E-Center, du kannst hier mal eine runde Karussell auf dem alten Nostalgie-Karussell fahren. Ja, wir wollten natürlich ein tolles Rahmenprogramm hier auch nochmal zusätzlich mit dazu machen. Und da der Herr Röhrig, sprich Lothar Röhrig, ja bekannt ist hier in Rammstein mit seinem Tanzsportverein, tolle Auftritte macht und ich auch die Tanzsportgruppe schon mal gesehen hat, habe ich angefragt und die haben mir auch spontan zugesagt. Davon auch nochmal von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. War toll, hat den Rahmen hier von unserem Tante-Emma-Laden ganz toll eingerahmt und ist bei unseren Kunden toll angekommen. Die waren alle begeistert. Selbstverständlich durfte das kulinarische Angebot nicht zu kurz kommen. Wenn man ein wenig Zeit mitbrachte, konnte man hautnah erleben, wie früher Butter selbst hergestellt wurde. Da hieß es nicht einfach, hol mal einen Block Butter aus dem Kühlschrank. Damals wurde eben noch vieles von Hand selbst hergestellt. Was anderes gibt's hier nicht? Für die hungrigen Gäste gab es Rindfleisch mit Meerrettichsoße, ganzen Kartoffeln und eine Gurke dazu. Oder wer Lust auf ein deftiges Schmalz sowie Kräuterbutterbrot mit Bärlauch hatte, griff beherzigt zu. Und das musste man nicht zweimal sagen. Den Besuchern schmeckte es, aber hin und wieder fiel auf, dass auch andere Kunden hektisch und gestresst durch die Menge huschten, um schnell etwas einzukaufen. Das war früher alles ein wenig anders. Also natürlich in der heutigen Zeit ist es klar, man geht schnell in ein Geschäft rein, kauft schnell was, geht wieder raus, wenn man keine Zeit hat. Aber so ein bisschen diese persönliche Betreuung, dass man kennt, dass man auf die Wünsche des Kunden eingeht, das ist natürlich schöner. Ne? Wenn man hier reingeht, dann nimmt man sich die Zeit, nimmt sich auch der Kunde die Zeit, nicht nur der Verkäufer, sondern auch der Käufer nimmt sich die Zeit und sagt, ich gucke jetzt mal in aller Ruhe durch, lass mich beraten. Wie so auch in kleinen Geschäften immer noch in der Stadt ist, wo man den Elektrohändler kennt oder den Bäcker kennt, wo man halt wirklich ein Gesicht zu dem Laden hat und nicht dieses Anonyme. Und das finde ich das Schöne, dass es auch hier nicht anonym ist. Man kann auf den Kunden zugehen, man kann ihn beraten
Und genauso ist es auch mit den Zeiten. Mein Gott, heute hat man halt 24 Stunden offen, ne, bis 21 Uhr. Damals war um 12 Uhr Schluss oder auch mitten in der Woche teilweise, wenn der Kolonialwarenhändler halt entsprechend noch anderen Job hatte, vielleicht Bäcker oder Ähnliches noch nebenbei und vielleicht noch einen landwirtschaftlichen Betrieb im Dorf. Dann war um 12 Uhr Schicht oder der ist erst um 12 Uhr gekommen. Das wusste man aber im Dorf. Oder wenn der Laden zu war, da hat man halt nebendran, wo der Händler gewohnt hat, hat man entsprechend geklopft und gesagt, hallo, ich brauche was, kannst du mal kurz aufmachen? Das war dann noch kein Ding. Ja, was vermissen wir jetzt seit dieser Zeit? Vielleicht ist ja die Zeit viel hektischer geworden. Früher war es natürlich viel ruhiger im Tante-Emma-Laden. Man hatte immer Zeit für ein Schwätzchen, für die Kunden. In der Zeit, wo man den Zucker im Tütchen abgepackt hat oder die Linsen oder auch die Milch aus der Kühlung geschöpft hatte. Das ist leider Gottes ein bisschen verloren gegangen. Wenn man heute sieht, ja, die Größe von unserem Tante-Emma-Laden, sag jetzt mal vielleicht 30, 40 Quadratmeter. Heute haben wir einen E-Center von 3000 Quadratmeter. Da bleibt halt diese Zeit nicht mehr so viel Kundenkontakt zu haben. Aber wir versuchen es halt trotzdem noch ganz nah am Kunden zu sein. Den Tante-Emma-Flair kriegen wir natürlich nicht mehr ganz hin, aber wir sind trotzdem noch sehr nah am Kunden. Doch vielleicht sollten wir in Zukunft einfach wieder ein wenig mehr Zeit mitnehmen, denn man weiß ja nie, wen man so alles treffen kann beim Einkaufen. Und ein kleiner Austausch mit den Fachleuten im Geschäft kann auch nicht schaden. Wer weiß, was man da noch alles entdecken und neu ausprobieren kann an Spezialitäten. In diesem Sinne, eine schöne Idee mit dem Tante-Emma-Laden und den Kunden hat's auch gefallen.